Und damit herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme in dieser Session. Ja, man sieht's unten schon. Mr. Vargas Mick. Natürlich. Habe ich 2-1 verloren. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Genauso wie das Spiel davor. Ich war überlegen. Ich war besser. Es ist unverdient. Scheiße. Mehr fällt mir ehrlich gesagt dazu nicht ein. Es darf nicht passieren. Es darf nicht passieren. Also beim besten Willen, es darf nicht passieren. Das ist jetzt die zweite Niederlage in Folge. Ich meine, sorry, aber Leute. Was sind wir denn? Jetzt geht's halt echt los hier. Und bei beiden hätte ich gewinnen müssen. Nicht nur unentschieden, wirklich gewinnen müssen. Ich war auch bedeutend besser. Und auch das Ergebnis. Aber ich muss die Chancen halt auch einfach nutzen. Und das ist jetzt auch noch ein Regenspiel gegen Atletico. Und ich sehe schwarz. Hier ist euer Comedy-Team, Martin Tyler und Alan Smith. Hallo wieder, everybody. Ich bin Martin Tyler. Alan Smith is sitting with me. We've managed to get through the puddles to the commentary position. Immerhin kein Ronaldo mehr. Der mir auf den Sack geht. Defensively, you don't, because it's easy to make a mistake. And I think the advantage is with the team attacking. Let's hope for plenty of chances out here. Bullshit. Attacking well here. Oh nein. Gut so. Hey Leute, da liegt er am Boden. Ach, das hasse ich in FIFA so sehr, wenn er am Boden liegt. Und zwar wirklich, du kannst es ja nicht vortäuschen hier. Da hat er gefälligst abzupfeifen. Wie defensiv um alles in der Welt steht denn der? Ich hab bei 0-0 sicherlich nicht starten da vorne. In der 10. Minute. Volle Angriffe durchzuziehen oder so. Das hat er gut gemacht. Das habe ich grauenhaft schlecht gemacht. Aber nochmal Glück. Geht halt mit der Grätsche wieder rein. Der macht mir das Leben echt schwer. And that's a cross the field to try and switch the play. Ich habe es ja schon oft gesagt, aber ich hasse die Gegner, die ständig ihre Drecksrichtung wechseln. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich würde dem liebsten einen in die Fresse schlagen. Entscheide dich für eins und lebe damit. Ja, schönes Tor. Muss Gelb geben eigentlich. Mitten im Angriff. Gibt's natürlich nicht. Warum? Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Nein, nicht gut. Dankeschön. Oh Gott, im Himmel, Alter, was sind das für Pässe? Wenn man sich mal macht sicher. Und die machen sowas. Ah, gegen den brauche ich ein 1-0. Dann kann er von mir aus sein, links, rechts und sonst irgendwas spielen, wie viel er will. Das sitzt mich einfach nicht mehr, stell mich hinten rein, dann kann er mich mal. Wenn ich aber in den Rückstand gerate, habe ich hier echt ein Problem. Dann gehe ich nämlich die Decke hoch, wenn der mit seinem Scheiß anfängt. Das ist so ein Bullshit von Fußball. Ich hasse diese Gegner wie Sau. Und die fühlen sich dann geil, weil sie da hinten irgendwo ihre Pässe hin und her ziehen. Und keinen einzigen Trick dieses Planeten können, der irgendwie erfolgreich auch nur ansatzweise endet bei denen. Marco Reus. Ja. Possibly a booking this.
Ist halt auch wieder gelb. Meine nur. Mitten im Angriff gestoppt. Ich find's super geil. Ey, willst du ihn anspielen hier? Dankeschön, dass mal einer herkommt. Ja, bitteschön. Marco Reus. Peace check. And he read their minds. Brilliant defending in the circumstances. Strong tackle to break up the play. Das ist wieder ein Foul. Er stoppt nicht den Ball. Er stoppt mich. Und das ist ein Foul, sorry Leute, aber das ist einfach so. He's being challenged now. Okay. Pierre-Emerick Aubameyang. Well, that's a fantastic clearance. Eigentlich ja nicht okay, aber was soll's. And save the day. Marco Reus. Gundogan. Well, this attack has got a bit of menace to it. Now they've got the ball. Let's see what they can do with it. Und weg mit. Wenn er noch zu meinem eigenen kommt, würde ich ihn auch gerne behalten. Also den Ball. Komm, den halte ich aber mal. Alter. Bist du zu unfähig, um den Scheißspieler festzuhalten? Top class save and top class camera work here. Yeah, it was. I'm sure the striker thought he'd scored there. And it goes for goal! Oh, yeah. Never be afraid to shoot, but he'll be hoping for better efforts than that. Coming up, another view of that sliding tackle, Alan. He commits himself. Well, nach vorne mit. Really just timed the challenge well. Oh, man. It's looking good, this move. Good passing here. Here's the chance. And the goalkeeper. Das ist kein Elfmeter. Es ist kein Elfmeter. Es ist kein Elfmeter. Okay, vielleicht ist es ein Elfmeter. Und trotzdem leckt mich am Arsch. Ich krieg auch nie, was ich haben will. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich versuche es einfach mal in der Richtung. Glück gehabt. Ich hatte echt keinen blassen Schimmer. Alter, Alter, ich meine, das ist gelb. Und das ist ein Freistoß. Und Freistoß gibt's schon mal und gelb gibt's vielleicht auch. Rot! Okay, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Bye bye. Finde ich gut. Hätte jetzt nicht unbedingt dafür entschieden, aber nehme ich mit. Kann der Freistöße schießen? Er kann es nicht. Aubameyang muss es machen. Dabei bleibe ich ab jetzt. Einen einzigen Schuss und es war jetzt ganz am Ende der. Der passt ja auch den Pass hin, also Pass hin hier. Den Ball hin und her. Okay, ich habe 11 Meter gehalten. Der ist jetzt in Unterzahl. Also von da, zweite Halbzeit sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wenn jetzt noch der Ring aufhören würde. Ah, je, oh je. Wir warten. So. Auf geht's. Na. Glück gehabt. Vielleicht ist das jetzt mal ein Spiel, wo ich einfach schlechter bin und gewinne. Meine letzten beiden ja auch schließlich besser. Wurde total von hinten durchgenommen. Ganz am Ende. Und ja, ich werde mich noch die nächsten 10 Spiele darüber beschweren.
Scheiße. Scheiße. Gut. Nein, immer noch nicht gut. Der ist in Unterzahl, Leute. Er ist in Unterzahl. Da muss er, irgendwo müssen sich da Lücken bieten. Egal wo, aber irgendwo. Es müssen zwingendermaßen müssen irgendwo Lücken sein. Ich habe meinen eigenen Spiel um. Und wenn ich das Rot dafür bekomme, ist alles gut. Ja. Und er spielt weiter den langweiligsten Fußball dieses Planeten. Ich meine, was um alles in der Welt erwartet er? Dass ich jetzt da voll drauf losstimme oder was? Bei 0-0? Habe ich eine Rad ab oder was? Sehe ich so aus, als sei ich bescheuert. Ein bisschen vielleicht, aber er sieht mich ja nicht. Und da kann er es nicht wissen. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja, bei mir sind das Angriffe. Was der da zusammenspielt, das sind keine Angriffe. Das ist gar nichts. Das ist Larifari-Fußball. Der einfach hier bei 16 Minuten von einer Halbzeit nichts zu suchen hat. Es gibt zum Glück nicht viele davon, die so spielen. Aber doch zu viele. So trifft man mal auf einen von denen. Oh, schon wieder habe ich ihn aufgehalten. Jetzt kommt wieder der gleiche Bullshit wie gerade eben, oder? Oder? Das scheint so. Junge, ich bin zutiefst gelangweilt. Aber was um alles in der Welt soll ich gegen so einen Gegner machen? Ich kann nicht alles nach vorne werfen, das geht nicht. Das ist schwer zum Anschauen momentan. Das ist echt schwere Kost hier. Freilich ist auch nicht schlecht hinten. Das kann man ihm echt nicht sagen, aber. Und es ist auch nicht so, dass der erst seitdem er die rote Karte hat, irgendwie hier hinten rumspielt. Und dieses dämliche Hin und Her und sonst irgendwas. Wirklich, ich schlafe ein dabei. Da haut er mich um. Es ist ein Freistoß und es ist gelb. Ja, ich weiß, ich beschwöre mich, aber interessiert und schütze ich dir ja nicht. Ein grauenhaftes Spiel. Ich kann es nicht schön kommentieren. Wirklich nicht. Die erste Hälfte war ja auch wegen ihm noch einigermaßen sehnlich zu wert. Oh Gott. Marco Reus. Gundogan. Hummels. Das wird eh nichts. Zumindest nicht auf dem Weg. Pierre-Emerick Aubameyang. Marco Reus. Komm, Kagawa. Und er hält mich mal wieder auf. Komm. Naja, keine Chance. Alter, es ist ein Freistoß. Hör mir auf. Alter, das kann man sich doch nicht mit anschauen. Jetzt will er so. Da will er auch noch wechseln in der 83. Minute. Was um alles in der Welt will er wechseln? Was fällt ihm jetzt plötzlich ein? Ich habe nicht einen einzigen Schuss hingekriegt in der zweiten Halbzeit. In der ersten war mein einziger Schuss ein Freistoß. Der ziemlich drüber ging. Ich krieg's nicht hin. Der steht hinten echt kompakt. Nach vorne ist es dämliches Angriffsspiele. Seit der roten Karte kriegt er aber auch da nichts mehr hin. Was ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht finde, natürlich. Well, we've only got 7 minutes remaining now.
Terrific tackle. Na, greift er mal früher an. Ich will es ja noch nicht ganz glauben. Erstmal weg mit. Würde heißen, es würden sich Räume bieten. Von meinen Leuten will irgendwie keiner mit. Ah, das war was ein Spiel. Den will ich nie wieder als Gegner. Ganz ehrlich nicht. Alter, braucht er unbedingt noch einen Punkt oder was? Es bieten sich keine Räume, er greift nicht an. Ich krieg auch den Ball nicht, der hat sicherlich 70% Ballbesitz, wenn nicht mehr. Aber was soll ich machen dagegen? Das ist wieder so ein richtig schönes, klares Tor. Jetzt noch der Wechsel. Bestimmt toll. Oh Gott. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Also im Ernst jetzt, wow. Da fehlen mir dann auch die Worte. Sorry, ich konnte euch nichts Besseres bieten. Da war einfach nicht mehr drin. Auf jeden Fall wird es kein Titel mehr. Drei Spiele, wir brauchen drei Punkte. Ist wohl gerade so machbar, ne? Ja, was soll ich machen? Jetzt sieht die Statistik deutlich schlechter aus als vorher. Niederlage unentschieden. Alter. Mich würde es echt interessieren. Welche Liga spielt der? Wie sieht denn seine Statistik aus? Nur unentschieden oder was? Ich verstehe es nicht. Wie kann jemand Spaß haben, so zu spielen? Liga 1. Gut. Scheint so lala zu laufen. Da liegt es mal besser. Nee, aber da ging mir jetzt echt auf den Sack. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und damit, ciao, bis dahin.